Ich bin Sonja Deinert, 20 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Und meine Frage ist, wo will die SPD sparen und wie machen wir das? Liebe Sonja Deinert, wir haben nicht nur vor, die Neuverschuldung herunterzufahren. Wir haben in den letzten 22 Monaten, in denen wir regiert haben, die Neuverschuldung schon erheblich zurückgedreht. Die vorige Regierung hatte für 2011 noch 6,6 Milliarden neue Schulden geplant. Wir haben 3,0 neue Schulden gemacht. Wir haben das gemacht, indem wir an ganz vielen kleinen Stellen immer geguckt haben, geht es nicht ein Stück wirtschaftlicher, worauf kann man verzichten? Und das wollen wir auch in den nächsten Jahren weitermachen. Aber ein Land wie Nordrhein-Westfalen, ein Land wie Deutschland insgesamt, das kann sich nicht leisten, alle staatlichen Grundlagen einfach nur runterzudrehen, sondern wir brauchen einen Dreiklang. Wir müssen investieren, damit unser Bildungsniveau noch besser wird. Wir müssen investieren, damit wir die bessere Infrastruktur haben, damit wir das auch ausspielen können, was uns stark macht, auch als Wirtschaftskraft in Europa. Das Zweite ist, wir müssen auch dann die Einnahmen verbessern und wir müssen sparen. Wir müssen diese drei Dinge zusammenkriegen. Das wollen wir in den nächsten 5 Jahren beherzt angehen. Dafür brauchen wir jede Stimme und da bitte ich dich, dafür zu werben, dass du und andere uns diese Stimme auch geben.